So. Hat aber benutzt den Abwehrschuss. So. Ey, wo ist er denn? Wo ist er denn? Gucken wir uns einfach mal ein bisschen um und sehen an der Wand. So, uah. So, um den Kampf jetzt ein bisschen. Ah, verdammt. Ich dachte eigentlich, könnte ich noch mal schnell den anderen Ring ausrüsten, der uns ja hier so voll. Ah, stopp. Wir können doch hier wechseln, habe ich eben gemerkt. Oder auch nicht. Gut. Müssen wir halt machen. Der Kampf ist echt ein bisschen bescheuert, aber er funktioniert nun mal echt so. So, das war's auch schon. Es sah jetzt echt ein bisschen schwer beschränkt aus, aber wie gesagt, ne? So gewollt. So. Azad hat einen versteckten Zugang durch die Wand gefunden. So. Was sind wir denn jetzt hier? Oh, wird immer besser. Was drücke ich hier denn hier als? So, sichern. So, gehen wir da rein. Das Buch von Weiss has been obtained. Ja, genau. Wir haben das Buch von Weiss. Punkt. So, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben also unsere Quest erfüllt, das Buch von Weiss in den Ruinen hier zu finden. Was machen wir? Geben wir jetzt das Geld aus und scheißen drauf? Oder? Ne, ich glaube, wir rennen mal zurück. Ja, obwohl, das Geld haben wir ja. Ah, ich verdrück mich hier noch als. Du glaubst jetzt auch noch dran, du Drecksvieh. Da hast du davon. Wir haben Geld, wir haben Reichtum, wir haben alles. Na komm. Wir haben gerade noch 2-3 Gegner platt. Da haben wir uns auch das Geld wieder reingespielt. Ja komm, hier dumm und dümmer da oben, die machen wir noch platt. Dann haben wir jetzt. Ah ne, jetzt kommen wir wieder hier so raus. Aua. So, weg damit. Na, ist ja auch egal. Gut, dann machen wir uns jetzt mal. Bam. Dann machen wir uns jetzt per Schnellexpress, machen wir uns zurück. Dürfen natürlich gleich nicht vergessen, wieder nachzukaufen. So. So. Auf zu unserer lieben Wahrsagerin. Papa, wo ist sie dann? Fangen wir den Alten hier. Alter Mann Franz. Du bist Adal, nicht wahr? Ich habe schlechte Nachrichten für dich. Sarah wurde ermordet. Sorry, no, not. Wir wissen aber nicht, wer dafür verantwortlich ist. Die arme Frau. Bitte nimm dieses Buch. Sie hat es mir gegeben, kurz bevor sie starb. Noch ein Buch von Wise. Gut. Sie sagte, ich soll es einem rothaarigen Schwertkämpfer namens Adal geben. Und sie lächelte, als sie meinen Namen aussprach. Ach ja, ich erfülle die Menschen mit Freude, egal wo ich hinkomme. Ich dachte erst, sie würde Witze machen. Aber ich hätte es eigentlich besser wissen sollen. Sie war immerhin eine Wahrsagerin. Ihr Sterbewunsch war, Adal, geh in die Minen von Rastin. Gut. Wir wissen also, wo wir als nächstes hin müssen. In die bekackten Minen. Wow, da ist er wieder, der Doktor. Ich bin gerade von selber gekommen. Gut. Wenn du meinst. So. Aber jetzt erstmal hier. Also ich glaube, das bessere, das dicke Schild brauchen wir uns nicht mehr kaufen. Da haben wir jetzt was Besseres. Aber wir holen uns mal die nächste Rüstung. Haha, da sind wir doch voll ausgerüstet jetzt. Jetzt kann es doch hier nichts mehr irgendwas anhaben. Wir haben mehr Verteidigung als Angriff. Ah, das ist doch geil. Das lohnt sich doch richtig. So, natürlich brauchen wir jetzt nochmal unsere Flügelchen, wollten wir nochmal nachkaufen. Wo waren die dann? Die waren hier oben. Genau. So, kaufen. Die Flügel. Aber nur für den Fall der Fälle. Ach Quatsch. Verkaufen können wir ja nichts. Den Spiegel holen wir uns auch einfach mal. Einmal Geld. Und was bringt denn der Saphirring? Perfekt für ein Mädchen.
Ach komm, wir haben Geld. So, raus damit. So, schauen wir mal. Ich bin mir aber sehr sicher, dass wir noch irgendwas verpeilt haben, je nachdem da oben. Hat uns nicht hier die, hier das Mädchen auch aufgetragen, ihre Mutter Monika weg? Ich meinte, die wäre auch da oben drin gewesen. So. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir oben alles eigentlich abgegrast haben. Ja. Also wir gehen jetzt erstmal zu den Minen. Wenn sie den Minen nicht, wenn es bei unseren durchstöbernden Minen nicht finden ist, dann werden wir nochmal einen kleinen Abstecher hoch in die in den Schrein machen, zum Schrein. 180 Leben, meine Güte. Die Minen waren irgendwo hier oben. Oder noch eins? Ach Quatsch, noch eins weiter hoch. Wölfi. Aber einmal außenrum. So. Und ein Holzkopf. Nicht nur Wufzis, sondern auch Holzköpfe hier. Super. So, zack. Da ist auch schon die Mine. So, von der Mine speichern wir Vollschreiber nochmal. Let's save. Wir spielen Let's save. So. Sieht doch gut aus. So. Ich mache jetzt nochmal einen kurzen Stopp. Wir sehen uns dann gleich hier wieder und dann werden wir die Minen einmal erkunden. Bis gleich dann. Tschüss. So, meine lieben Freunde, da sind wir auch zurück bei Let's Play Wise 1 mit mir, dem Metzen. Kann man den Controller hier ausdrehen. So, wir sind letztes Mal stehen geblieben hier bei der Mine. Wir hatten ja den Schrein soweit fertig gemacht. Jetzt gehen wir hier rein. Gerade gesagt, ich hatte ganz am Anfang gesagt, ich habe das Spiel schon zum Teil angespielt. Also mit dieser Mine endet dann mein angespielter Teil. Also jetzt bin ich genauso ratlos wie ihr auch. So, das war. Ich vergesse es jedes Mal aufs Neue. So. So, dann wollen wir mal. Schauen wir mal, wie hier was ist. Lucky in der Mine um. Gibt's ja keine Karten? Ja, die Gegner. Also ich weiß aus früheren Versuchen, dass die Gegner hier drin verdammt stark waren. Aber mittlerweile bin ich wohl selber so weit hochgekommen im Level. Das ist mir piepegal ist. Als Potion habe ich noch. Sehr gut. Dann weiß ich schon mal, wo noch eine ist. Für den Fall, dass wir uns verlaufen sollten. Da geht's nicht weiter. Da geht's weiter. Ah. So. Ja. Gucken. Da ist noch eine Kiste. Timer-Ring. Und mein Kind beschwert sich gerade. Oder? Nee, oder auch nicht. Schlafbeschwerden seitens meines Kindes. Ach, was stelle ich denn hier an? Manchmal ist es ein bisschen nervig, dass die Gegner zurückkommen. So, jetzt sind wir hier. Wo immer hier ist. Ja, hier ist ein Gegner. Gut, willkommen zu Höhlenforschungstouren mit Metzeltours. Ah, noch eine Kiste. Die Silberarmor, das klingt doch auch sehr gut. Ach stimmt, wir haben eben auch einen Ring bekommen. Schauen wir gerade mal rein. Equipment. Oh, das ist gut. Mehr Health. So, Timer-Ring. Wie nennt sich's? Verlangsamt den Gegner um die Hälfte. Ich glaube, wir sind aber mit unserem Schildring noch ganz gut bei der Sache. So, schauen wir mal. Hier muss doch irgendwo. Da geht's weiter. Ja, nach alter Dungeon-Manier. Hier drin. Oh. Ah, ein Ausgang. Und hier regeneriert sich die HP. Das ist doch sehr gut. Oh, hier sind aber. Boah, sieht doch. Das sieht ja mal fett aus. Also für die Verhältnisse von da, von wo das Spiel kommt. Muss man sagen, dass dieses Ambiente, ich warte gerade mal, bis mein Leben ein bisschen hoch ist, doch recht geil aussieht. Geile Sache. So, Leben ist wieder voll. Auf den nächsten Minenteil. So, jetzt bin ich hier. Schon wieder Mophie. Zack. Da geht's hoch.
Schauen wir mal. Da geht's hoch, hoch. Sonst gibt's hier ja nichts. Also gehen wir mal hoch, hoch oder runter. Naja, egal. Uah. Was war das? Boah, hier ist... Ja, nächste Ebene. Die Gegner halten schon ein bisschen mehr aus. Da geht's wieder runter, hoch. Jemand's nimmt. Alles ist zerfetzen, was man hier... Da bin ich gekommen. Auf ein kleines bisschen Schiff, dass wir hier gleich wieder verrecken. Weil es ja doch schneller geht, als man weiß. Man vermutet. So. Ah. Ich erschrecke mich hier so ein bisschen bei dem Dunkeln. Das ist gemein. Boah, die Dinger hauen aber auch rein. Gucken wir erstmal weiter, bevor wir auf das Vieh stürzen. Ich habe so ein dummes Gefühl, es bleibt gar nichts anderes übrig, ja, anscheinend. Boah, das kommt auch so davon. So, mir bleibt gleich echt nicht viel übrig. Vorne aber Skelett-Joe-Plätten. So, das nehme ich aber nochmal zum Anlass und speichere nochmal. So, machen wir da. Wow. Wow. Hahaha. Eure. Eure. Ja, genau das. Hahaha. Das war doch sehr gut, dass ich gesagt habe. Dass ich das mache. Der hat jetzt. Ich glaube, der hat Kraftmüsli gefrühstückt. Boah, Power Müsli, ey. Heilungsring. Der klingt doch sehr gut. Schauen wir mal rein, was der kann. Ja, nehmen wir mal an. Ah, das ist ja geil. So, hier kann ich auch durchschalten. Das ist ja ein sehr vorteilhafter Ring. Jetzt gucken wir gerade mal, wie der andere aussieht. Ach, verdammte Hacke. Als fällt das ist der da. Der da jetzt? Oder der andere? Ja, da ist er ja schon wieder, der Drecksack. Ich kann mal gucken, war das der jetzt hier? Ja, das war der Schildring. Oder? Ah, den habe ich jetzt angelegt. Den Zeitring. So, weiter geht's im Takt. Ist auch typisch Kind. Wenn man da ist, dann hat sie nix. Muss ich mal gucken. Den. Ich bin gerade mal ein bisschen verwirrt. Ah, direkt nach dem Stachelring. Stachelring ist für die Dings zuständig. Und das für alles andere. Dann lassen wir uns erstmal gerade heilen. Jetzt könnten wir eigentlich auch ein Stockwerk tiefer wieder rennen, aber... So. Ah, schon wieder so ein Vieh. Ah, Kraftmüsli-Futterer, was ihr seid. Ah, hier geht's weiter. Ah, hier kommt sowieso das... ein Außenbereich. Da können wir uns ja wieder ein bisschen erholen. Fällt mir gerade ein, da war doch eben noch eine Treppe gewesen. Ja. Jetzt gehen wir erstmal hier lang. Gucken wir mal, wo wir hinkommen. Gut, dann rennen wir nochmal zurück. So. Ah, da ist schon wieder so ein Kraftmüsli, erstmal. So, stirb. Oh, das geht halt. So, was bekommen wir da? Roter Baumsetzling. Immer wieder gern. Ja. Nehmen wir mal so hin. Was auch immer der uns... Ah! Wow. Blödes Kackvieh. Geh sterben. Ah. Aua. Boah, das war knapp. Das war haarscharf. Hoffentlich kommt das Vieh jetzt gerade mal nicht wieder, bis mein Leben hoch ist. Hahaha. Ist ja brandgefährlich hier mit denen. Gott sei Dank haben wir jetzt den Ring. Oh, Hilfe. Ich mag das gar nicht, so Dungeon-Abschnitte, wo man im Dunkeln rumrennt und nur so ein kleines Laternchen als Lichtquelle hat. So, den lasse ich jetzt einfach mal links liegen da unten. Der geht mir gerade mal tierisch auf den Keks. Oh ja, ach, ihr seid Scherzkekse hier. Zum Glück komme ich gegen die recht leicht an.
Ja. Ich glaube, hier im Dunkeln renne ich jetzt mal nicht so flott von weg. Mal schön glatt das Vieh. Nochmal so ein Skelett, Feini. Wieder an den Ring anlegen, nochmal heilen. Boah, das ist echt ein Segen, dieser Ring jetzt. Wenn man nicht gerade eine Heilpotion mehr zur Verfügung hat. Gammelt eigentlich mein Hund rum, der rennt hier doch auch die ganze Zeit rum. So. So. Ah, hier geht's wieder runter. Ich glaube, ich will aber erst nochmal gucken, wer das hier drüben ist. Und wir sind auch gleich Level Up, sehe ich. Jawohl, da sind wir Level Up. Was waren die Stats? Die gehen ja hier in die Höhe, wie Sau. Das nutzen wir gerade mal aus zum Speichern. Bevor wir jetzt wieder... Hier geht's auch rein. Ja, wo machen wir es denn jetzt hin? Und hier. Und hier. Und hier. Und hier ist gar nichts. Das kommt mir gerade mal so... Alles schwer vertraut vor. Liegt das an mir? Wir sind tatsächlich jetzt einmal im Kreis gerannt. Weil diese Raupe kam mir gerade ganz schwer bekannt vor. Also sprich, müssen wir doch hier unten rein. Da rein jetzt. So. Wow. Was ist das denn? Phönix oder was soll das denn? Schelasken. Aha. Okay. Kommt so jetzt nochmal, aber ist ja egal. Okay, sieht aus wie ein Phönix, das Ding. Ja, rennen wir. Ist schon immer wie ein feiges Huhn wegrennen muss. So, was ist hier oben? Noch mehr? Stirb doch einfach. Ich will gerade den nochmal an. Mal ein bisschen durchheilen. Ich habe nicht so ein dummes Gefühl. Wir sind hier auf jedes bisschen Health angewiesen. Ja. Boah. Wow. Den versuche ich jetzt mal schnell zu erledigen. Aua. Na, das war jetzt natürlich ein Fehler meinerseits. Komm. Wo ist er denn hin? So, ha. Durchschalten. Zu dem anderen Ring. Steuertasten ist nichts. So, gleich volles Leben wieder und weiter geht's. So, der steht aber ja garantiert nicht umsonst da, der Kasper, genauso wie der da. Darmschlüssel. Cool. Für eine gute Verdauung gibt's den Darmschlüssel. Ist ja faszinierend. Jetzt müssen wir noch gucken, wo dieser Schlüssel hingehört. Aber genial. So, und der Kerl steht jetzt auch wieder hier. Voll Attacke schlagen hier. So. Bist du denn hier Ameisen-Joe, hä? Was habe ich eigentlich als für einen Ring drin? Ja, ich weiß, ich bin ein feiges Hühnchen, ich heim mich als hoch. Aber es muss einfach sein. Ich bin halt so. Könnt ihr jetzt auch einen Vortrag halten, wie ihr wollt. So, gucken, geht's hier noch weiter? Da nicht. Schon wieder so ein Kerl. Der ist irgendwie hier der Oberkistenbewacher, der Kerl. Kann das sein? Heal Potion! Das ist doch immer gut. Das habe ich schon lange gebraucht. Wo sind wir dann? Da sind wir daheim. So, weg mit dir. Noch eine Ameise. Die sehen auch aus wie Ameisen, oder? Hier runter. Ja, zwei von denen. Ja, ja, ja. Das hättet ihr jetzt gern gehabt, hä? Gerade mal hochheilen lassen. Falls ihr jetzt irgendein Gejammer hört im Hintergrund, das ist jetzt nicht mehr mein Kind, das ist mein Hund. Der steht nämlich gerade beim Spielzeug erwartungsvoll vor mir. Gibt jetzt nichts.
Ich habe schon mit dir gespielt. So. So, weiter geht's. Jetzt bin ich...